Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer Folge The Isle. Wir probieren es heute nochmal mit dem Dryosaurus. Haben wir ja schon im Stream probiert und da hat es leider nicht ganz geklappt mit dem Brüten. Und deswegen möchte ich das Ganze jetzt nochmal ausprobieren, ob wir es schaffen, ein Baby auszubrüten und dann auch eventuell großzuziehen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an und laufen mal da vorne hin zu dieser... Ja, irgendwas von den Menschen gebaut ist. Vielleicht gibt es da irgendwas zu finden oder so. Ich weiß es nicht, war da noch nie. So, wir sind jetzt so gut wie da. Es wird leider gerade ein bisschen dunkel, glaube ich. Oha, was ist das denn jetzt? Haben wir irgendwelche Störungen auf dem Bildschirm? Okay. Ist das hier irgendwie nicht gesund für mich? Sollte ich vielleicht lieber gehen? Ne, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich weiß jetzt nicht, was der Sinn dahinter ist, dass hier so ein Gebäude steht. Aber ich glaube nicht, dass ich hier als Dino irgendwas machen kann. Das ist wahrscheinlich, wenn man dann irgendwann als Mensch spielen kann, kann man hier bestimmt irgendwas tun. Aber sieht auch nicht so aus, als wenn da irgendwas drin wäre oder als ob ich da reingehen könnte. Also ich glaube, für mich als Dryo jetzt gerade erstmal total uninteressant. Und ich weiß auch halt nicht, ob diese Störungen auf dem Bildschirm ungesund sind. Deswegen würde ich sagen, verschwinde ich jetzt erstmal in den Wald, wo ich ein bisschen getarnt bin und versuche die Nacht irgendwie zu überstehen. Beim Dryo hat man auf jeden Fall sehr, sehr schnell das Problem, dass man hungrig und durstig ist, weil es sinkt einfach so mega schnell und... Ich habe jetzt hier gerade gar nichts in der Nähe. Ich habe gerade schon geschnuppert. Hier sind weder Büsche noch Wasser, aber Wasser ist irgendwo da hinten. Also ich laufe mal in die Richtung, auch wenn ich glaube, das ist sehr, sehr weit weg. So, wir sind jetzt ziemlich nah dran, aber hier sind auch... Ne, das sind Büsche, glaube ich, da hinten. Das sind keine Fußspuren. Okay, da vorne ist auf jeden Fall Nahrung. Hier ist auch Nahrung, das ist gut. Wir müssen jetzt erstmal schnell zum Wasser. Ich habe aber schon einige fiese Saurier brüllen hören da unten. Also es könnte jetzt gefährlich werden, wenn wir jetzt trinken gehen. Jo, hier sind auch Fußabdrücke schon. Eieiei. Da ist auch schon der erste Räuber. Der uns verfolgt. Wir haben nicht mehr so viel Ausdauer. Cool. Zum Glück sind wir so schnell. Legen wir uns mal kurz in den Busch. Oha. Irgendwas ist hier in der Nähe. Ich hoffe mal nicht, dass mich das sehen kann, aber ich bin super hungrig und super durstig. Wir müssen jetzt gleich schnell zum Wasser. Oh, hier ist eine gute Stelle mit einem Busch. Den Busch, den machen wir uns auf jeden Fall zunutze. Irgendwo neben mir ist auch irgendwas Größeres. Kann leider die Schreie immer noch nicht so richtig zuordnen. Es klappt ganz gut. Wir haben eine super Stelle gefunden hier mit einem Busch. Müssen aber gleich unbedingt von dem Sumpf verschwinden, sobald wir wieder voll gefuttert und genug getrunken haben. Okay, wie sieht's aus? 100%. Jetzt müssen wir nur noch was fressen. Wir schnuppern nochmal eben. Müssen wir aufstehen. Gehen dann schnell zum nächsten Busch. Und gehen dann was futtern. Ich habe aber auch meinen Dryo in relativ guten Tarnfarben gemacht. Dass ich nicht so schnell von möglichen Räubern entdeckt werden kann. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Ich laufe jetzt hier schon die ganze Zeit durch die Gegend. Und hier gibt es einfach weit und breit keinen Busch. Ich bin bei 0% Nahrung angelangt. Ich laufe jetzt nochmal runter zum Sumpf. Dann muss ich da irgendwie einen Busch hoffentlich finden, auch wenn es da gefährlicher sein wird. Aber das ist mir gerade egal. Aber hier, auch hier sehe ich keinen. Ich meine, ich bin jetzt hier wieder am Wasser. Ich kann schon wieder trinken. Ist das hier überhaupt der Sumpf? Ich glaube, es ist nicht mal mehr der Sumpf. Aber hier ist einfach keine Nahrung für mich. Das ist echt unglaublich. Vielleicht sollte ich mal ohne Night Vision gucken. Vielleicht... Sehe ich das dann besser? Ja, ich kriege schon Schaden. Wir müssen uns jetzt echt dranhalten. Ich schnupper nochmal. Ich kann jetzt nur hoffen, dass wir jetzt was sehen. Oh ja, ohne Night Vision sehe ich was. Das ist gut. Okay. Damit werden wir überleben. Hier ist jetzt auch jede Menge zu futtern. Also das heißt, hier in der Nähe könnten wir uns sogar niederlassen, wenn wir das wollen. So, ganz schnell futtern. Dann geht es uns auch wieder gut. Ich weiß gar nicht, wie weit wir... Muss ich da noch futtern drücken. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt sind von unserem Wachstumsstatus. Das können wir auch gleich mal gucken, wenn wir wieder voll sind.
So, friss kleiner. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was drin. Ich guck mal eben, wie weit wir gewachsen sind. Wir sind schon bei 100%. Wir können schon wachsen. Das ist super. Es geht echt schnell als Dryo. Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich esse und wir sind schon ausgewachsen. Aber ich war jetzt auch die ganze Zeit unterwegs und am Sprinten und Nahrung suchen. Aber ist ja alles nochmal gut gegangen. Dann können wir uns gleich eigentlich schon einen Ort suchen, wo wir uns niederlassen mit unserer Höhle und wo wir dann ein Nest bauen werden. Es ist wieder Tag. Wir sind gewachsen. Naja, nicht wirklich gewachsen. Wir haben einfach nur so ein bisschen eine andere Körperform bekommen. Also der Dryo wird gar nicht viel größer. Jetzt könnt ihr mal meinen Skin so ein bisschen sehen. Ich habe darauf geachtet, dass wir möglichst gut getarnt sind. Und ich denke, das sind wir mit diesem Skin. Weil wir müssen uns das auf jeden Fall zunutze machen, dass wir so flink und klein sind, um nicht gefressen zu werden. Jetzt können wir uns mal eben einen guten Ort suchen, um zu nesten. Ich weiß nicht, am besten irgendwo, wo Wasser in der Nähe ist. Ich meine, jetzt gerade regnet es, deswegen hätten wir jetzt gerade absolut keine Probleme. Ich schnupper mal eben, vielleicht finde ich ja Wasser. Ich meine, so weit ist es von hier aus... Ach, ich kann ja gar nicht schnuppern, wenn es regnet. Wow, RIP. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Dann muss ich ungefähr da bleiben, wo der Busch war, den wir auch fressen können. Das ist mal irgendwo hier vorne, ne? War das der Busch? Ah, da. Da vorne, der Busch war das. Ich weiß halt nicht, ob wir auf so einer offenen Ebene unser Nest bauen sollten. Wahrscheinlich eher nicht. Aber hier ist schon mal das Futter. Das heißt, wir können hier vorne in den Wald gehen. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier unser Nest. Hat es jetzt gerade aufgehört zu regnen? Ich glaube, ja. Ach, da vorne ist ja auch Wasser. Ist ja gleich um die Ecke. Okay, dann ist dieser Ort gar nicht so schlecht. Ist vielleicht nicht der sicherste Ort, aber wir müssen einfach das so ein bisschen versteckt bauen. Ich würde fast sagen, dass wir unser Nest... Hier könnten wir das eigentlich hinmachen, ne? Laufen wir nochmal so einen kleinen Bogen. Und dann denke ich mal hier zwischen den beiden Bäumen. Ein sehr guter Ort. Sehr gut. Und dann können wir auch noch hier in der Nähe am besten einen Tunnel machen. Damit wir gegebenenfalls, falls wir angegriffen werden sollten... uns dort verstecken können. Dann buddeln wir mal hier vorne. Neben dem Felsen. Eigentlich auch relativ gut getarnt. Finde ich echt cool, dass man so Tunnel bauen kann. Wir gehen mal rein. Und dann sind wir hier in unserem eigenen Tunnel. Schade, dass man den nicht noch weiter ausbauen kann. Es wäre cool, wenn man so ein richtiges Tunnelsystem bauen könnte. Aber ist trotzdem nice, ne? Dass man hier drin sich dann so verstecken kann. Also, ich feiere das richtig. So, gehen wir mal raus und dann füllen wir mal unser Nest auf. So, E to manage. Und jetzt können wir unser Fressen, was wir hier unten haben, das sieht man noch ganz rechts am Rand, können wir hier reinmachen. Dann sieht man hier, wie viel Futter wir drin haben. Das sind jetzt leider nur 25 geworden. Ich glaube, wir brauchen so um die 300, wenn mich nicht alles täuscht, wurde mir zumindest im Stream gesagt. Das heißt, ich werde jetzt mal ab und zu oder ein bisschen zwischen dem Futter und unserem Nest hin und her laufen. So, wir haben jetzt gleich die letzte Fuhre, die wir zu unserem Nest bringen müssen. So, jetzt sind wir voll gefuttert. Dann rennen wir mal zu unserem Nest. Jetzt müsste da 300 Nahrung drin sein. Ich weiß gar nicht, ob 300 die richtige Zahl ist. Das ist nur so eine Zahl, die ich im Hinterkopf behalten habe aus meinem Stream. Ihr könnt es mir ja nochmal in die Kommentare schreiben. So, dann stormen wir das Ganze mal. Und jetzt haben wir hier 300 Nahrung drin. Müssen natürlich jetzt selber wieder futtern, weil unsere Nahrung sozusagen jetzt weggegangen ist. Aber ich gehe erstmal irgendwas trinken. Dann futter ich mich voll. Und dann können wir schon anfangen... unser Ei zu legen und auszubrüten. Und dann mal schauen, ob wir dann irgendeinen Spieler dazu bekommen, als unser Baby zu spielen. Das wäre echt cool. So, trinken wir mal eben. Dieser See ist eigentlich relativ groß hier und momentan recht friedlich. Obwohl irgendwie, keine Ahnung, 60 Leute oder so auf dem Server sind. Also, der scheint nicht schlecht zu sein. Ich glaube, wenn man mal Sucho Mimo spielt, ist dieser See echt gut, weil der so groß ist. Sollte ich mir vielleicht mal... versuchen, so ein bisschen zu merken, wo der ist. Also hier vorne sind diese Felsen. Ich glaube, die sind so der beste Anhaltspunkt. Ja, ich glaube schon. So, jetzt sind wir gleich vollgetrunken. Müsste jetzt eigentlich schon. Wir schauen mal eben. So, genau. 100%, 25% Nahrung. Das heißt, wir werden nochmal eben schnell was essen. Und 91% sind wir schon gewachsen. Das heißt, wir sind schon fast komplett ausgewachsen. So, voll gefuttert und jetzt geht der Spaß los. Wir gehen zurück zu unserem Nest und können dann anfangen mit dem Ei legen und danach können wir es ausbrüten. Wir müssen jetzt mal, glaube ich, nochmal kurz hier drauf zugreifen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ging. Ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach da drauflegen, ne? Und dann
können wir, glaube ich, anfangen. V2Manage, genau. Und jetzt können wir anfangen, das Ei zu legen. Ich glaube, das liegt sogar schon. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es füllt sich hier jetzt so ganz langsam aus. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir sind jetzt bei 90%. Es ist kein gefährlicher Dino in der Nähe gewesen oder irgendwas. Also der Ort hier scheint wirklich gut zu sein. Ich glaube, wir sind auch ganz gut getarnt hier. Unser Unterschlupf sieht auch fast so aus, als wenn er zur Landschaft gehört. So direkt neben dem Busch und dem Felsen da. Also es ist schon echt nice. Wir müssen jetzt nochmal eben kurz warten. Und dann bin ich sehr gespannt, was passiert. So, das Ganze ist fertig. Wir können jetzt hier jemanden einladen, der dann unser Baby werden soll. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich lade einfach mal ein paar Leute ein. Schauen, ob hier jemand annimmt. Bin sehr gespannt. Ah, es hat jemand angenommen. Das ist unser kleines Baby. Hello, little baby. Wie klein es ist, man kann es kaum sehen. Ist ganz versteckt im Gras. ETH. What the hell? What happened? Okay, was habe ich jetzt gemacht? War ja irgendein großer Saurier und hat die Einladung aus Versehen angenommen. Oh shit. Character gone. Ich weiß nicht, ob man das so schreibt. Okay, der scheint nicht glücklich darüber zu sein, mein Baby zu sein. Super. Da muss man aber echt drauf aufpassen, dass das wirklich eine Gruppeneinladung ist. Yeah, I think so. I jumped out of this nest here from stalking some trikes. Oh no. Oh no. I'm so sorry, man. That's mean. Schreibt man das so? That's mean? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das macht in diesem Zusammenhang gar nicht so viel Sinn. It's all good, man. I didn't even knew it. Für der beginnt kein Suicide. Wir haben ihn einfach aus seinem Rex-Leben gerissen. Oh, ich muss mal eben was trinken. Shit. Okay, wir müssen mal ganz kurz hin. Ich wollte eigentlich mit ihm in die Höhle gehen, aber ihr seht ja. Sorry, but I'm gonna grow a Rex again. Can't play anything else. Okay. See ya. Ah, oh, so viel zu unserem Baby. Okay, das war der Ausbrütvorgang des Dryos. Jetzt haben wir den auch mal erlebt. Finde ich eigentlich ganz cool, die Idee, dass man dann so ein kleines Mini-Baby ausbrüten kann. Und der ist ja wirklich winzig. Ist zwar jetzt schade, dass wir... You think you could kill me, lol? Ja. Oh nein, jetzt muss ich unser eigenes Baby töten. Auch das noch. Wow. Das ist eine richtige sad family story, ey. Kann ich ihn töten? Ja. Oh, unser Baby. Da ist es gone. Oh mein Gott. Oh nein. Das fühlt sich echt schlecht gerade an. Hm. Vielleicht müssen wir das nochmal wiederholen, wenn wir einen Pre-Made-Spieler haben, der auch Bock hat, Baby zu sein. Aber ich werde jetzt erstmal eben das Nest zerstören. Das brauchen wir nicht mehr. Ich werde jetzt nicht direkt wieder ein neues Baby ausbrüten. Ist das jetzt kaputt? Weil es immer noch angezeigt wird. Ich lege hier rum. Egal. Ich werde jetzt erstmal die Nacht über mich in meinen Bau begeben und da ganz in Ruhe schlafen und ein bisschen die Nacht verbringen. Na, komm rein da. Geht da nicht rein. Jetzt. Okay. So. Hier sollten wir sicher sein. Hier sollte uns niemand finden. Ich lege mich jetzt hier hin. Es regnet auch gerade. Schön, dass es hier reinregnet. So. Und dann verbringen wir mal die Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich ja vorhin ausgelockt. Also ich habe sozusagen genächtigt. Spiel jetzt weiter. Und ihr seht ja, meine Hülle ist leider verschwunden. Ich habe mich ja eigentlich in der Höhle ausgelockt. Aber gut.
Und mir ist gerade mal aufgefallen, ich weiß schon, warum ich diesen See noch nicht kannte, weil das ist ja die andere Map hier. Das ist die große Map, The Isle. Weil ich spiele auf dem dritten Teutonic-Server, hier diesem hier. Und ja, deswegen, ich habe ja immer fast nur The Yawn Island gespielt. Aber dann würde ich sagen, erkunden wir das Ganze mal. Vielleicht finden wir den ein oder anderen Pflanzenfresser-Freund oder sowas. Das wäre ja ganz cool. Da vorne schreit auf jeden Fall ein Abaceratops. Aber ich gehe jetzt erstmal eben was futtern. Hier vorne sind auf jeden Fall zwei... Was sind denn das? Sind das Rexies? Sind, glaube ich, Rexies. Die sind da gerade am Futtern. Und haben da einen Abaceratops gejagt. Ich würde sagen, wir beobachten die mal ein bisschen. Die sind ja noch relativ klein und gut getarnt. Der rennt da. Ja, die beiden haben sich jetzt so ein bisschen getrennt voneinander. Ist auch egal, ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir haben Triceratops gefunden. Ich hoffe, der greift uns nicht an. Oh, wie cool. Hallo. Damit haben wir einen Freund gefunden. Ganz hier oben. Ich habe gerade schon darüber nachgedacht, mein Leben zu beenden, weil ich mein Kind getötet habe. Ich wollte eigentlich von hier oben runterspringen. Und dann ist hier einfach ein Triceratops. Wie schön. Oh Gott. Komme ich jetzt hier noch um die Kurve? Das war gefährlich. Okay. Hallo. Der ist ganz schön groß schon. Sieht auch echt cool aus mit der orangenen Färbung. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein Freund. Ich muss ja trotzdem sagen, ne? Ich frage mich ja, was passiert, wenn ich hier runterspringe. Ob ich dann sterbe oder ob ich mir nur das Bein breche. Weil ich brauche gleich auf jeden Fall trinken. Und ich bin ein bisschen neugierig. Auch wenn es irgendwie schade ist, weil wir jetzt hier einen Triceratops gefunden haben. Aber der scheint hier eh nur chillen zu wollen. Ich will es wissen, aber ich will es auch irgendwie nicht wissen. Bin sehr zwiegespalten. Oh, da unten sollte ich vielleicht doch nicht hinspringen. Da sind auf jeden Fall Raptoren, weil wenn ich mir dann die Beine breche, dann bin ich geliefert. Da läuft der gerade durchs Wasser, der Raptor. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier nicht runterfalle. So, alles cool. Ja, der Trike, der scheint hier ein bisschen zu chillen. Ich mach jetzt einen Stunt. Woo! Aber er hat auch noch nicht geantwortet. Schade, schade. Scheint also friedlich zu sein, aber nicht mein Freund werden zu wollen. Gucken. Er beobachtet mich auf jeden Fall. Wisst ihr, was ich mir jetzt mache, Leute? Ich bin so traurig, weil ich mein eigenes Kind töten musste. Peace out. Woo! I believe I can fly. Okay, wir sterben. Das war's mit uns. Ja, trotzdem, es hat eine sehr, sehr lustige Folge. Wir haben es mal erlebt mit dem Kinderausbrüten. War ein bisschen schade, dass wir jetzt jemanden ausgebrütet haben, der, ja, eigentlich kein Baby von mir sein wollte. Aber gut, Leute, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.